Hallo liebe Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir mal einen kleinen Gartenrundgang Anfang September. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Ich versuche den ganzen Garten in ein Stück zu zeigen. Ich denke mal, so 10 Minuten brauchen wir. Also viel Spaß beim Video und los geht's. Fangen wir hier vorne an, weil ich es auch sehr interessant finde. Das ist ein Maulbeerbaum, der jetzt gerade mal 4 Jahre alt ist. Oder 4,5 Jahre. Wahnsinn. Der hat auch dieses Jahr übrigens die ersten Beeren getragen. Und ich warte bis ins nächste Jahr. Dann wird er bestimmt nochmal welche bringen. Bin ich sehr gespannt. Waren übrigens weiße Maulbeeren. Wir werden den trotzdem ein bisschen einkürzen, weil er sonst zu groß wird. Also für 4 Jahre ist er schon mächtig groß gewachsen. Hier drüben übrigens auch alles Maulbeer. Büschchen, ich wollte die ja klein halten. Mal gucken, was im nächsten Jahr so dran ist. Hier waren übrigens noch keine dran. Wir gehen jetzt ins Gewächshaus, weil hier hat sich auch wieder was verändert. Hab hier natürlich noch nicht sauber gemacht, aber hier seht ihr, habe ich Brokkoli-Pflanzen gesetzt. Hier. Ja, gucken, ob wir die in diesem Jahr noch fertig kriegen, weil wir hatten ja im Frühjahr nicht so den massigen Brokkoli-Ertrag. Ihr wisst es, wegen den Schnecken. Ja, hier ein paar Brokkoli-Pflanzen. Ich denke mal, die kriegen wir noch durch. Auch eine Zucchini-Pflanze habe ich noch mal ausgesät. Die ist jetzt hier circa 2 Wochen alt. Ja, die wird uns bis im Oktober noch mal ein paar Zucchinis bringen, glaube ich. Also dauert nicht mehr so lange. Dann habe ich noch mal hier mein Elefantenohr. Hat in diesem Jahr, ja, ich wollte einfach nur, dass es überlebt. Kommt dann wieder nach Hause zur Vermehrung. Hier die Auberginen. Immer noch liefern sie massig an Auberginen. Ja, ich habe da schon bestimmt 100 Stück runtergeholt. Weiße, gesprenkelte, so eine violetten. Ja, auch die schwarzen und auch weiße. Kann man jetzt nicht sehen, noch hier hinten noch welche. Wirklich viele Auberginen dieses Jahr sind über wie viel? 18 Pflanzen oder so? Oder 20, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall hat super geklappt. Die vertragen, muss ich ehrlich sagen, eher feuchtere Temperaturen. Da leben sie lieber drin. Also diese volle Hitze, wie sie jetzt hier ist im Gewächshaus, wir haben bestimmt wieder 30 Grad. Das mögen sie nicht so. Lieber ein schattiger Platz als Tipp fürs nächste Jahr. Hier die Süßkartoffeln. Ich habe schon eine geerntet. Hier sieht man auch schon, wie sie hochkommen. Werden wir auch in den nächsten Wochen mal ernten. Da werden wir auch wieder massig an Süßkartoffeln ernten. Mache ich ja jedes Jahr aus eigener Vermehrung. Hier hinten alles verwuchert. Diese Paprikasorte ist übrigens sehr lecker da hinten. Das ist eigentlich eine Chili, aber irgendwie auch eher eine Paprika. Hier Joey's Long. Alles verkrautet. Habe ich dieses Jahr nicht mehr so sauber gehalten können, aber was soll's. Die Gartensaison ist eh bald vorbei. Ja, hier Basilikum, der wird immer noch kräftig beerntet. Ja, immer schön die Spitzen wegnehmen, dann kommt er immer wieder neu. Ja, gehen wir mal raus. Ja, der Garten gleicht so ein bisschen wie ein Dschungel mittlerweile. Alles verkrautet mittlerweile, aber wir haben ja auch schon fast Herbst. Hier war das Melonenbeet, ist auch alles zugekrautet mittlerweile. Und hier die Bohnen, die bringen richtig gut Ertrag, haben wir schon einige Kilo runtergenommen. Ja, hängt auch noch massig dran, ja. Wachsbohnen und hinten sind noch ein paar grüne. Das ist schön. Jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Und zwar der Starkregen hat mein ganzes Tomatendach zerstört. Ja. Hier lag wahrscheinlich mehrere hundert Liter Wasser drauf und es kam an einem Tag über 60 Liter Wasser runter. Auch ein Quadratmeter, also auf dieser Fläche über 2000 Liter. Und die sind halt irgendwo hängen geblieben und sind 6 Stangen mit einmal durchgebrochen. Wahnsinn, oder? Ja, ich habe mir schon neue besorgt. Aber willst du machen, wa? Nächstes Jahr müssen wir irgendwas anderes machen, weil wenn so ein Starkregen kommt, dann bricht es einfach durch. Ja. Hier übrigens nochmal Bohnen. War echt eine gute Idee, die nochmal pünktlich im Juli zu setzen. Ja. Hier eine riesen Sonnenblume, guckt euch das mal an hier. Die ist gute 3 Meter hoch, ein Riesenkopf. Gucken wir uns nochmal an hier, wie es hier aussieht von der anderen Seite. Einfach durchgebrochen. Ja. 6 Stangen mit einmal. Ja, hier sind die Tomaten, die leben noch. Auch hier der Basilikum, den wir da im Frühjahr dazwischen gesetzt hatten. Der wächst hier immer noch ganz kräftig und schön.
paar größere Blätter, weil er ein bisschen schattig steht. Ja, das Kürbisbeet habe ich abgeerntet. Jetzt kommen noch im nächsten Video hier nochmal die Tomaten. Ein paar kommen noch dran, aber auch hier haben wir bestimmt 100 Kilo runterholen können. Die ersten 4 Blütenstände waren auf jeden Fall reif. Ja. Aber wir haben jetzt auch so langsam das Ende erreicht. Die Sonne wird weniger, die Nächte werden kälter. Ja, weiter. Ja, hier drüben hatten wir nochmal Spinat nachgesät. Den kann man jetzt auch schon wieder fast ernten hier. Schöner Babyspinat. Hier war ja Kohl vorher drauf. Romanesco und Blumenkohl. Ja, hier hinten noch Blattkohl, verschiedene Sorten, die sehen ja super aus. Palmkohl, roter Grünkohl, Grünkohl. Massig dran. Auch mit der weißen Fliege befallen so ein bisschen, aber nachher im Winter wird die ja verschwinden. Ja. Hier Karotten. Massig, haben wir auch schon 4 runtergeholt. Die normale Orangene, dann haben wir hier eine gelbe Sorte und hinten eine Urkarotte, die jetzt nicht mehr so viele übrig sind. Die ist aber auch sehr schön geworden, muss ich sagen. Ja, hier hatte ich nochmal Salat nachgesetzt, der immer wieder von der Wühlmaus untergraben wurde. Ja, aber ein paar Sachen, ein paar kleine Blättchen kann man hier immer noch ernten. Hier drüben auch schon halbes Schlachtfeld, aber ihr seht, schöner Wirsing, ja. Noch 4 Köpfchen sind übrig. Daneben haben wir den Rosenkohl, der auch schon gute 1,40 Meter erreicht hat. Auch der ist von der weißen Fliege befallen, aber das macht ihn ja gar nichts so aus. Da haben wir wahrscheinlich richtig viele Röschen im Winter ernten können. Weiter geht's. Hier drüben war das rote Betebeet. Ihr seht, ist auch schon komplett abgeerntet. Erntereste verbleiben auf dem Feld. Daneben haben wir noch reichlich an Mangold, der auch schon massiv beerntet wurde. Das ist aber immer eine gute Sache. Hier wächst noch Chinakohl. Den müssen wir auch nochmal sauer machen. Aber er entwickelt sich gut. Ich denke mal, da werden wir bis irgendwann im Oktober auch schöne Chinakohl ernten können. Wie gesagt, muss ich noch sauber machen. Hier hinten Süßkartoffeln habe ich heute eine ernten können. Leider habe ich die nicht gefilmt. Hier in der Mitte, die war ein gutes Kilo schwer. Eine einzelne Süßkartoffel, 1 Kilo schwer. Da bin ich sehr gespannt, was auch hier rankommt. Also eine habe ich ja schon geerntet. Und auch im Freiland kriegt man so große Süßkartoffeln hin. Ja. Hier die Physalis. Konnten wir auch schon ein paar ernten. Die reifen ja sehr spät aus, aber hier sehen hier Vorsicht sein, die brechen immer so schnell ab. Ja, haben wir auf jeden Fall auch reif bekommen. Ja, im Freiland. Weiter geht's. Hier drüben den Schnittlauch hatte ich vor 2-3 Wochen komplett runtergeschnitten, also wirklich gekappt komplett. Und der ist komplett nachgewachsen. Ja, also das könnt ihr auch gerne machen, wenn euer Schnittlauch nicht mehr so schön aussieht, so ausgefranst. Einmal komplett runterschneiden, dann wächst er komplett nach. Daneben die Kartoffeln, die hatten wir also Ende Juni, glaube ich, gesteckt. Und die haben jetzt auch schon wieder richtig gute Knollen dran. Hab ja auch schon 2 Pflanzen rausgenommen. Also gutes halbes Kilo hat man schon dran an Kartoffeln. Und die lassen wir dann auch bis Oktober drin, wenn wir auch hier eine gute Ernte nochmal haben. Daneben der Salbei. Massig. Kann man so viel wegschneiden, wie man will. Da ist wirklich viel zu holen. Dann haben wir hier den Rucola, der jetzt schon mehr in die Blüte gegangen ist, aber die Wühlmaus hat auch wieder so viel kaputt gemacht, aber ein paar Blätter kann man sich immer hier ernten. Hat sich kaum gelohnt, das Beet überhaupt aufrecht zu erhalten, weil die Wühlmaus alle Woche hier durchgegangen ist und die Hälfte der Pflanzen zerstört hat. Dann hier der Winterporree, da habe ich echt Probleme gehabt, den überhaupt sauber zu halten. Ich habe überlegt, ob ich das Beet auch aufgebe, weil auch die Wühlmaus hier wieder richtig Gas gegeben hat, aber mal gucken, wie weiter noch kommt dieses Jahr. Jetzt hat sich ja so langsam wieder gerappelt. Daneben dicke Bohnen,
die Bühnen jetzt. Ich habe die einfach übergebliebene Schoten eingegraben, muss ich ehrlich sein, und sind trotzdem einfach gekeimt, ja. Wahnsinn. Ihr seht schon im Hintergrund, die großen Pflanzen, das sind Jakon-Pflanzen und die blühen jetzt. So sieht eine Jakon-Blüte aus. Ja, aufgrund der vielen Sonnenstunden blühen die jetzt auch schon sehr früh. Also normalerweise blühen die erst im Oktober oder im November. Aber hier haben wir schon eine Blüte im September. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, auch 1,70 Meter, 1,80 Meter groß die Pflanzen mittlerweile. So große Jakonpflanzen hatte ich noch nie gehabt. Ja, hier noch eine verbliebene Zucchini-Pflanze, wo immer noch ein paar dran sind. Die Kürbispflanzen haben sie auch hinter sich. Viele Hokkaido-Kürbisse haben sie liefern können. Dahinter Bohnen, also da war ja mal Mais, da ist jetzt mal Ruhe. Dann haben wir da Bohnen hingepflanzt. Und da haben wir auch schon einiges runterholen können. Davor war da Kohl, also Blumenkohl und Kohlrabi. Hier auf diesem Beet spärlich aufgegangen der Feldsalat, aber auch ein paar Pflänzchen kann man hier ernten. Dauert zwar noch ein bisschen, aber kommt schon. Hier haben wir vor 6 Wochen Radieschen ausgesät und hier sind auch schon wieder welche dran. Die kann man jetzt auch schon wieder ernten. Ja? Toll, unterm Netz, ohne Made. Hier haben wir noch ein Beet mit Wurzelgemüse und zwar haben wir hier Haferwurzel. Da bin ich auch gespannt, was da dran sein wird, weil die sind ja schön dick gewachsen, die Pflanzen. Mal gucken. Und hier Pastinaken. Hier noch Zucchini-Pflanzen, die jetzt auch wirklich ums Überleben kämpfen. Hier mit dem Mehltau vollkommen befallen. Aber nun gut, hier sind noch ein paar dran. Da. Gehen wir mal zu den Blumen, Dahlien und die Astern. Hier ist alles Astern, die kommen bald. Ja, hier überall Dahlien, sieht ja wunderschön aus. Verschiedene Sorten, gelbe, weiße, rote. Jo, das war's mit dem Gartenrundgang. Und überall sommelt natürlich für die Vögel. Wir haben auch viele Vögel hier im Garten. Von der Kohlmeise, Blaumeise, Haubenmeise und Stieglitze, Grünfinken, alles ist hier. Das ist auch schön so. Ja, auch das Vogelhaus hat gute Dienste geleistet dieses Jahr. 2-mal waren da Kohlmeisen drin und die haben es auch schadlos überstanden. Was so ein kleiner Kasten doch an guten Taten verbringen kann. Wirklich toll. Ja. Lange mal braucht? Gut 13 Minuten. Ja. Ihr seht, der Garten, der liefert immer noch, aber ist auch so langsam vorbei. Aber ich würde sagen, wir haben in diesem Jahr wirklich gute Ernten einfahren können. Wieder einmal. Jetzt sage ich noch, danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Neue Videos folgen schon bald und lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder auch ein Abo. Jetzt sage ich tschüss, euer Gemüsekoch Martin. Macht's gut und bleibt gesund, ja. Ciao.